Heute machen wir mal was, das habe ich bisher noch nie gemacht. Und das heißt Golfen. Das ist ja eigentlich für die oberen 10.000, weil ich natürlich da auch nicht erkannt werden möchte als Gangster-Rapper. Natürlich dann auch so aussehen möchte wie die. Gehen wir uns jetzt erstmal dafür einen Dress besorgen. Das heißt, guck mal, schönes Polohemdchen, kurzes Höschen. Macht der Buddy heute mal einen auf Golf. Vanille Outfit auch so. Ja, tja. Looks good. Cut, cut, and I pay. I need a bag for this. Okay. Jetzt sieht's aus wie ein Golfer. Ja, perfekt. It means only shopping like this. Tak, 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 tak. Without talking, you know? No! No talking. No. Rapido, rapido. Yes. Huh? So, perfekt. Ab zum Golfspiel, ne? Die Hase, die Laufbrunze, die Transaurus-Rex, alles klar. Bye, thank bye. You, bye. Hey, Golf-Dress. Yes, yes. I'm now in Golf-Mo. Not Cash-Mo, Golf-Mo. Golf-Mo. For me, I only know from Germany Mini-Golf. Ah, for okay. Children, you know? Also man muss schon sagen, dass man Bär auf jeden Fall schon ein schöner Flecken Erde ist. Wenn man jetzt mal guckt, hier hat man halt Berge, geile Berglandschaft. Ja, wenn man direkt rüber schaut, hier auf die andere Seite, sieht man direkt das Meer. Schön hier mit den Palmen und alles. Wunderschön. Hier, schöne Aussichtsplattform. Wenn ihr mal hier im Abea seid, kommt dann nach hier, zieht euch das rein. Den besten Reiseführer mit mir, den Richie. Come, I show you something. And over here is the golf course. Ah, here's the golf. Go to the golf course for the rapper. Yeah? For the bad people. So, nimmt der Brudi zum ersten Mal eine Golftasche in die Hand. So. Ungefähr so fühlt sich das bei mir auch an. Rechts und links meine Beine und in der Mitte halt dann das andere. Ne? Das ist das Gefühl, was ich jeden Tag habe, wenn ich morgens in der Dusche stehe. Jetzt musst du auf die Schulter. Hier ist eine Kalaschnikow und eine Pumpgun drin. So, schaut euch das an. Eine schöne Aussicht. Wunderbar. This is the practice range or the driving range. Yeah. And that's where we start. Okay. Ja, dann könnt ihr gleich den Swing sehen. Ne? Besser ist es, von da zu filmen, dann you can see the swing, ne? Weil der Brudi hat Swing. Das muss man mal, und Groove habe ich auch. Come to the left or the right, because I swing and I don't want to hit your face by mistake. Okay, and then you go up like this, and you hit it. Ne? Like this? No, don't bend the right arm. The right arm stays straight. Only the left arm bend. Yes. Yeah. You know that this happened, huh? Welcome to golf. And I hit Tiger Woods, he was saying there. So, meine Freunde, da schaut mal zu, wie der Brudi hier den Schlag macht, ne? Good job! Huh? Well, you see? Huh? Huh? The Brudi has talent. The Brudi has talent. Come here, on. Biceps. Good job! Er hat mich gerade auf die Ersatzbank geschoben, weil er sagt, sonst werden wir mit der Meisterschaft hier keine Erfolge erzielen. Der Brudi wird zu heiß, er muss jetzt ein bisschen kühlen. Ja. Setz dich doch ein bisschen kühlen. I was waiting to laugh, but I'm laughing on myself now. Jetzt hat mich der Kollege eingeladen, die Tochter hat Geburtstag, Kindergeburtstag. Das wird auf jeden Fall, glaube ich, eine sehr spannende Sache, ne? Onkel Cashmo. Onkel Cashmo, ne? Welcome. Die Spiele aus. Lass die Spiele beginnen. Kindergames für den Brudi. Mal gucken, wie stark ich da bin. Die Mitte treffen ist angesagt. Hey. Alter. Was ist denn los? Ich wollte nur erstmal natürlich den Wind einschätzen, die Flugbahn, den Wurfwinkel. Das waren jetzt quasi Testwürfe. Das war also nicht ernst gemeint. Jetzt habe ich das alles errechnet, wie im Windkanal, und jetzt werde ich auch treffen. Ich treffe super duper. Nee. Nee.
Unglaublich. I go in easy peasy. Easy peasy is more difficult. So, jetzt aber. Ich geb's auf. Also ein Player bin ich auf jeden Fall nicht. Der weiß, wie es geht. Da wollen wir mal zum Enten angeln. Jetzt werden die Enten geangelt, die Chicken. Die Skills hat die sich natürlich voll bei mir abgeguckt, ist ja klar. Ne? One second. Yeah. You did it just in time. Da kommen wir her, Rentenangeln hier. Zusammen. Ich habe extra den schweren Stab genommen. Aha. Chickenangeln konnte ich auf jeden Fall in der Vergangenheit besser. So, da hat sich auf jeden Fall ein bisschen was getan. Man merkt, mit fortgeschrittenem Alter lässt dann natürlich auch da ein bisschen die Fähigkeit nach. Deswegen versuche ich ja, so schnell wie möglich an so viel Geld wie möglich zu kommen, damit das dann hintenrum wieder aufgewogen werden kann. Na, 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 na. Ich sehe meine Enten am Klauen. Na, 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 na. Nice, hier. Danke. Ich habe sie gewinnen lassen, ist ja klar. Da muss man mal gucken. Das nennt man Fördern der Jugend. Die Jugend fördern, motivieren, so Chancen geben. Da muss man nicht immer gewinnen. Da kann man auch mal drüber stehen. So, das war Kindergeburtstag, Mabea-Style. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich habe den Leuten in den Spielen mal gezeigt, wer hier Olympiade teilnehmen kann. Deswegen, ich habe mein Ego hier nochmal kurz auch gestärkt und nochmal gezeigt, wer hier der Boss der Bosse ist. Hat mega Spaß gemacht. Generell Mabea ist ein wunderschöner Ort. Also ich denke wirklich darüber nach, genauso wie der Werner, hier vielleicht wirklich auch meine Zelte aufzuschlagen. Warum nicht? Ist nicht verkehrt. Ne? So ist das, meine Freunde. Stibbidi bubbidi wabbidi dabbidi du. Das war ein schöner Tag und jetzt lasst mich in Ruhe.